In der letzten Woche sind einige bekannte Persönlichkeiten aus Deutschland und der Welt gestorben. In diesem Video erzähle ich dir, wer diese Menschen waren. Hinterlasse doch gerne eine Beileidsbekundung in den Kommentaren und abonniere den Kanal. Am 25. März verstarb der Schauspieler Fritz Wepper im Alter von 82 Jahren. Seit er im Dezember schon zum zweiten Mal an einer Blutvergiftung erkrankt war, war er nicht mehr zu Kräften gekommen. Berühmt für ein Millionenpublikum wurde Wepper mit zwei TV-Rollen, als Harry Klein, dem Assistenten von Derek, und als intriganter Bürgermeister Wolfgang Wöller in Um Himmels Willen. 1972 spielte er in der Musical-Verfilmung Cabaret, neben Liza Minnelli einen jüdischen Lebemann. Der Film gewann 8 Oscars. Ausführlichere Informationen zu Fritz Wepper gibt es in unserem separaten Video. Am 26. März verstarb der US-Künstler Richard Serra im Alter von 85 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Berühmtheit erlangte er ab 1981. Zu dieser Zeit installierte er eine mehr als 36 Meter lange und 3,60 Meter hohe geschwungene Wand aus rohem Stahl am Federal Plaza in New York. Die Skulptur mit dem Namen Tilted Arc rief geteilte Reaktionen hervor. Einige Betrachter forderten vehement ihre Entfernung. Die Skulptur wurde später tatsächlich demontiert. Auch in Deutschland findet man Arbeiten Serras, das Terminal in Bochum oder Torke in Saarbrücken. Seinen Entwurf für das Holocaust-Mahnmal in Berlin zog der Künstler im Streit wieder zurück. Am 27. März verstarb der Nobelpreisträger Daniel Kahneman im Alter von 90 Jahren. Er war einer der führenden Köpfe der Verhaltensforschung. Im Jahr 2002 hatte Kahneman den Wirtschaftsnobelpreis erhalten. 2013 erhielt er durch den damaligen Präsidenten Barack Obama die Freiheitsmedaille des Präsidenten, eine der höchsten zivilen Auszeichnungen der Vereinigten Staaten von Amerika. Kahnemans Buch Schnelles Denken, langsames Denken von 2011 wurde ein Bestseller. Auch am 27. März verstarb der britische Promi Big Brother Star George Gilby im Alter von nur 40 Jahren bei einem Arbeitsunfall. George hatte auf dem Dach eines Lagerhauses gearbeitet, ohne einen Sicherheitsgurt zu tragen. Dann stürzte er durch ein Oberlicht im Dach etwa 24 Meter in die Tiefe und erlag seinen Verletzungen. Zwischen 2013 und 2018 machte George mit seiner Mutter und seinem Stiefvater bei Googlebox mit und ist so einem breiten Publikum bekannt geworden. Die Reality-Serie dokumentiert Familien und Gruppen von Freunden aus Großbritannien, die bei ihren Beobachtungen und Reaktionen auf das Fernsehprogramm der vergangenen Woche von zu Hause aus gefilmt werden. 2014 zog er in den Container von Celebrity Big Brother, dem britischen Pendant von Promi Big Brother, ein. Ebenfalls am 27. März verstarb der US-Senator Joe Lieberman im Alter von 82 Jahren an den Folgen eines Sturzes. Lieberman war lange Jahre Senator für den Bundesstaat Connecticut und stand im Präsidentschaftswahlkampf 2000 an der Seite des demokratischen Kandidaten Al Gore. Dieser verlor damals mit hauchdünnem Rückstand gegen den Republikaner George W. Bush. 2004 bewarb Lieberman sich erfolglos um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. 2003 hatte der außenpolitische Hardliner sich mit vielen seiner Parteikollegen wegen seiner Unterstützung des Irakkrieges überworfen. Gleichzeitig vertrat Lieberman liberale soziale Ansichten, etwa bei den Themen Waffenrechte und Abtreibung. 2006 verlor Lieberman die demokratische Vorwahl zum Wiedereinzug in den Senat, behielt schließlich aber als unabhängiger Kandidat seinen Sitz. 2013 zog er sich aus der Politik zurück. Am 29. März verstarb der US-amerikanische Schauspieler Louis Gossett Jr. im Alter von 87 Jahren. Der gebürtige New Yorker hatte schon mit 17 auf der Theaterbühne gestanden. Seinen ersten Filmauftritt hatte er 1961 an der Seite von Sidney Poitier in dem Drama »Ein Fleck in der Sonne«. Seine Fernsehrolle als Sklave in der Südstaaten-Serie »Roots« brachte ihm eine Emmy-Trophäe ein. In dem Abenteuerfilm »Die Tiefe« mit Nick Nolte spielte er einen Gangster. In Wolfgang Petersens Science-Fiction-Film »Enemy Mine«, »Geliebter Feind«, ein außerirdisches Wesen in der Action-Reihe
Der stählerne Adler war er als Kampfpilot zu sehen. 1983, mit damals 46 Jahren, bekam er als erster schwarzer Nebendarsteller den Oscar für seine Rolle in dem Film »Ein Offizier und Gentleman«. Darin spielte er einen furchteinflößenden Ausbilder bei der US-Marine, der seine Schüler einem brutalen Drill unterzieht. Auch am 29. März verstarb der Politiker Hans-Joachim Meyer im Alter von 87 Jahren. Von April 1990 bis zur Wiedervereinigung war er Minister für Bildung und Wissenschaft unter Lothar de Maizière. Anschließend war der Professor für Sprachwissenschaft 12 Jahre lang sächsischer Minister für Wissenschaft und Kunst. Meyer führte zudem von 1997 bis 2009 als erster Ostdeutscher das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Am 30. März verstarb der britische Schauspieler Chance Perdomo im Alter von nur 27 Jahren bei einem Motorradunfall. Besonders tragisch. Vor zwei Wochen postete der Schauspieler einen Beitrag und zeigte stolz sein Motorrad. Perdomo trat in mehreren Fernsehserien und Kurzfilmen auf, bevor er als Ambrose Spellman in der Netflix-Horrorserie Chilling Adventures of Sabrina besetzt wurde. Auch für zahlreiche Filme stand Perdomo vor der Kamera. So als Jerome Rogers in dem TV-Film Killed by My Dad und in den Kinofilmen After We Fell, After Ever Happy und After Everything. Zuletzt war er in der Amazon-Serie Generation V zu sehen, in der er Andre Anderson verkörperte, einen Studenten, der über magnetische Manipulationsfähigkeiten verfügt. Das waren die Promis, die uns in der letzten Woche verlassen haben. Ich möchte mich an dieser Stelle für ihr Schaffen bedanken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.